Dies ist das Symbol der heiligen Mickey Mouse bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess, wo wir den Vorhang der Dunkelheit lüften werden. Shadabing! Das war das erste. Und Shadabong, das zweite. Und das lichterfüllte Masterschwert kommt man hier nicht durch, weil augenscheinlich die Macht fehlt, den Vorhang zu lüften. Das Theaterstück zu starten. Es ist das Foul im Staate Hyrule Mark. Sein oder nicht sein? Der für den Potsch natürlich nicht sein. So, und eventuell zu einer weiteren Erklärung, warum meiner Meinung nach dieses Subjekt von Dungeon so stark gegenüber dem Rest abfällt. Ich meine, die Atmosphäre ist schon gut. Also, kommt zwar nicht an den Geistertempel ran oder an den Schattentempel aus Ocarina of Time. Oh, ich habe gerade eben noch ein Eis gegessen. Oh. Ich bin jetzt beinahe vorne wieder rausgekommen, ja? Egal. Oh Gott, wo kommen die ganzen Mistviecher? Oh, ich hasse dieses kleine Mist. Ich hasse diese kleinen Mistrubine, die ich nicht mehr brauche. Weg, weg. Okay, die werden zwar. Pflanze! Ja, ich habe keinen grünen Daumen und mal dafür ein gelbes Schwert. Denn Strom ist gelb und deswegen haben wir ein Stromschwert. Ja, danke. Oh, doch nicht danke. Wo kommen die jetzt schon wieder her? Einfach nur, weil ich die Kugel da reingesetzt habe, oder was? Habt ihr mir ein Herz gepoppt? Nein, natürlich nicht. Ah, okay, da aber... Nein, da auch nicht. Okay, schnell, schnell die Kugel wieder hier hin. Ihr habt zwar keine Ahnung, was diese Kugeln hier mit anfangen oder anstellen, irgendwas. Keine Ahnung, da hätte ich auch meine Schuhe reinstellen können, oder? Egal. Hauptsache, es sind große, runde Dinger. Wir stehen ja auf große, runde Dinger. Ich habe gedacht, dass... Lichterfüllte Masterschwert leuchtet ein bisschen mehr, aber ist Balink! Balink, Balink! Komm her! Komm her! Danke! Komm her, Herz! Komm her! Ching! Oh, jetzt hau ich vorm Herz ab. Kam hier nicht doch irgendwie was? Oder irre ich mich jetzt gerade? Oh, dann halt nicht. Okay. Die Dinger kann man aktivieren, indem man sie anhaut. So ähnlich wie bei Devil May Cry. Ich habe zwar nie einen Devil May Cry gespielt, aber ich habe mal ein LP davon gesehen. Naja, ist auch irgendwie ein bisschen beschränkt, oder? Wenn man wirklich alles, Schalter oder whatever, alles nur mit Rumhauen aktiviert, Entschuldigung, anschaltet oder sowas. Ui, Schnickeling! Das ist das Geile am nicht erfüllten Masterschwert. Einmal die Viecher treffen. Schon sind sie hinüber. So, Schabung! Ich hoffe, den habe ich... Oh doch, den habe ich auch erwischt. Sehr gut. So, noch einer. Oh, das war's dann. Ja, wie ich gesagt habe in der letzten Folge, alle von diesen Heismamiko eigentlich an. Ich sollte ab und zu mal nachgucken. Das wäre, glaube ich, besser. Ja. Nein! Ja, so, erst die Schatztruhe holen. Weil wir alle wissen, seitdem ich es in der letzten Folge gesagt habe, ich hoffe, wir können noch dran erinnern. Die Köpfe müssen rollen. Weil alle Kopfgegner hier irgendwie was freischalten, wenn man sie umbringt. Ich hoffe, meine These kann ich auch weiterhin bestätigen. Ja, dieser Dungeon ist sehr straightforward und, ja, ich würde sagen, on par fast mit, dem Zeitschrein. Ui, noch mehr. Ui. Tiffy. Oh, ich hätte doch ein Herz gebrochen können. Naja, was soll's, egal. Und, jetzt kommen wir zu einem der schwachsinnigsten Gebiete im ganzen Dungeon. Was sich die Entwickler hiermit haben einfallen lassen wollen, das ist bedenklich. Sage bedenklich nicht vielleicht, aber na, putten wir mal. Ist da was gewesen? Da ist doch was, oder? Na egal. Ich hau die Viecher einfach mal, oder versuch die einfach mal so zu treffen. Bums! Bums! Ey, kommt ihr noch von hinten, Ninja-Vögel? Halleluja! Der letzte Geniestreich von Alfred Hitchcock. Die Ninja-Vögel! Oh Gott, sie reißen einem die Gedärme raus mit Ninja-Sternen-Schnäbeln-Moves. Da muss ich die. Ich find's ja irgendwie schade. Aua! Na gut, der Bogen ist ja ein bisschen schwachsinnig, weil ich hatte gehofft, dass die Vögel. Entschuldigung. Dass die Vögel eventuell dran glauben, indem man einmal auf sie schießt. Aber sie brauchen da noch zwei Pfeile. Okay, ich gucke jetzt mal kurz hier hin. Deswegen gehört das Gebiet zu den schwachsinnigsten Gebieten. Oder, ja, ich sag es mal, Räumen
in den kompletten Dungeons im Spiel. Ganz einfach. Um weiterzukommen, brauchen wir einen Schlüssel, wie wir gesehen haben. Wie kommen wir jetzt an den Schlüssel? Da ist... Guck auf die Karte hier, wo mein Pointer gerade ist. Da ist eine Schatztruhe. Da wird auch der Schlüssel drin sein. So viel darf ich spoilern. Doch wie schalten wir den Schlüssel frei? Ja, indem wir... sowas da wieder. Wiederköpfe erledigen, was sich erledigen lässt. So, und... danke fürs irgendwas hier. Chungadonga. So, und ja, das ist im Prinzip das. Man muss ja einmal quer um den ganzen Bereich fahren, um diese Köpfe sozusagen spawnen zu lassen. Dadurch, dass wir den Kopf erledigt haben, spawnen die drei da oder diese da hinten. Oh, Actionheld-Move. Könnte Bruce Willis imitieren. Glaube ich. Oh, ich mag Bruce Willis. Ich mag auch die Die Hard-Reihe, auch wenn es nicht unbedingt anspruchsvolles Kino ist, aber auch so für ein bisschen zwischendurch finde ich schon, finde ich die Reihe gut. Also, ganz ehrlich, sogar den vierten Teil. Hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn er jetzt schon wieder ein bisschen älter ist. Noch mehr? Ich habe gedacht, das wären jetzt alle gewesen. Okay, dann. Ohohoho! Ja. Das ist, wie gesagt, der größte Schwachsinn. Man muss einmal nach hinten, um einen einzigen Kopf umzuhauen, damit hier irgendwie 5 oder 6 spawnen, die ich dann umhauen kann, um die Truhe hier freizuschalten. Finde ich so schwachsinnig, tut mir leid. Also da hätten die vielleicht hier irgendwie den Schlüssel hinpacken sollen. Und man hätte dann irgendwie weiter oben fahren müssen, um halt zur Tür zu kommen oder sowas. Das hätte meiner Meinung nach mehr Sinn gemacht als dieser Schwachsinn hier. So, und da habe ich beim ersten Mal echt dran gehangen. Und zwar hier hinter. Ist auch noch was. Aber ich denke, oh ja, ein paar Gegner. Hätte vielleicht Sinn gemacht, hier noch einen Kopf hinzustellen, damit der Schlüssel nicht direkt spawnt. Aber das Miese will ich jetzt nicht sagen. Was ich auch in meinem Testrun zuerst ein bisschen gesucht habe, weil ich wusste, hier ist noch irgendwas, ist diese Verankerung da oben. Wenn man sich da nicht umguckt, weiß man nicht, dass hier oben... Boah, was ist? Also das finde ich schon echt gut versteckt. Da ist schon, bin ich auch ganz froh, dass immer noch eine Truhe auf der Karte abgebildet ist. Boah, hier habe ich beim ersten Mal echt rumgesucht. Das hier ist mein gutes Versteck und das ist sogar der Masterschlüssel, den man hier suchen muss. Also ich bin bis zum Ende des Dungeons Masterschlüssel nicht gehabt. Versucht jede Truhe zu finden und da habe ich echt lang gebraucht, bis ich das Ding gefunden habe. Und... ach egal, du hast starke Schuhe an. So, starke Schuhe von... aua, Nike, nein. Ja, so, nach diesem awesome versteckten Trüelein, was wir gerade erfunden haben, ja, ich habe eine Truhe erfunden. Wer hat's erfunden? Der Bana. Zu einem der Räume, die diesen Dungeon wieder schlecht machen. Was heißt schlecht? Ich meine, es ist noch in gewissem Maße Meckern auf einem etwas höheren Niveau, aber... Nee, also hätte Zelda jetzt weitestgehend, oder dieser Titel nur weitestgehend solche Dungeons gehabt, hätte der Titel nicht wirklich meiner Meinung nach so einen großen Blumentopf gewinnen können. Wow, 4 auf 1 Streich! Naja, selbst schuld, wenn sie alle auf einem Haufen spawnen. Müssen doch mittlerweile mal gelernt haben, dass ich die gut erledigen kann, wenn sie auf einem Haufen hocken. So, was, warum ist dieser Raum hier kacke? Ich muss diese 4 Orbs aktivieren, um eine dieser Plattformen zu aktivieren. Die fährt dann hoch und dann aktivieren sich 4 weitere. Da muss ich aber die richtige treffen, weil die anderen fahren nur nach unten. Die rechte hier fährt zu einem kleinen Balkon, wo eine Urne ist mit einem, ich glaube, einem Rubin, ich glaube, einem roten oder sowas. Nein, jetzt in die Richtung. Und sobald man die falsche Plattform erwischt, fährt man runter und man muss die ganze Passage wieder von vorne machen. Was insbesondere dann schön ist, wenn man mal von ganz oben runterfällt. Oh Gott, wie ich es hasse. So, wenn ich dich, ja, wenn ich dich recht irre, kommt von da noch wieder ein Kopf. Schütte schieß. Ich glaube, ich kann die Dinger auch, also die Projektile wieder zurückfeuern, indem ich mit dem Schwert dagegen haue. Aber was soll's. Umhauen. Danke. Okay. Wichtig umhauen, weil wenn wir den nicht umhauen, nicht gut. Ja gut, ich befinde nur ein Herz. Jetzt versuche ich das Herz nochmal wieder zu erlangen. Ich möchte ganz gerne eigentlich auch mal von der, wie heißt es? Von der Superdrehattacke profitieren. Komme ich da ran? Ja, komme ich. Komme ich noch da runter? So, zack. Haha. So, jetzt werde ich mich auch mal schützen vor seinem... Jetzt schieß auch. Danke. Na, was soll's. Schieße ich mich hier rüber. Wunderbar.
Jetzt bloß nicht runterfallen. Das wäre das Schlimmste, was ich tun könnte. Bombs! Gut, die zwei Köpfe muss man erledigen. Dadurch erscheint hier eine Truhe mit Schlüssel. Hätte man den unteren nicht erledigt, hätte man wahrscheinlich wieder alles von vorne machen müssen, weil ich sehe jetzt hier gar nicht unbedingt... Danke, dass du das Herz droppst. Das ausgerechnet du das Herz droppst, der jetzt hier runterfällt. Danke. Toll. Super von dir. Ja, was soll's. Wieder alles von vorne machen müssen. Ich bin deswegen ganz froh, dass das bisher noch einigermaßen klappt. So, was machen wir jetzt mit dem Schlüssel? Dadurch, dass wir ihn haben, erscheint jetzt hier aus irgendeinem Grund noch eine Plattform, die vorher nicht da war. Echt super gemacht, Spiel. Wie wär's mal mit kausalen Zusammenhängen nutzen? Naja. Nicht unbedingt eine Stärke dieses Dungeons. Ja, und im Grunde war es das auch schon fast. Es gibt noch einen Raum, der mich vom Endboss des Spiels trennt. Und das war's. Ich meine, man hat zwei Passagen, die sich recht ähnlich spielen, indem man zur Sola muss, die Sola zurückbringen muss. Und dann doch eine sehr kurze Passage, wo man sich dann halt durchschnitzt und dann eher mit den, wie heißt es? Mit diesen komischen Aufzugdingern da. Ich hab das Zeug nicht mehr gestreift, Mann. Ich damit zu tun habe. Wahnsinn, das ist jetzt echt geiles Dungeon-Design. Nein, ist es nicht. Also, da haben mir alle anderen Tempel, insbesondere Kumula und das Wüstenschloss, auch wenn das Wüstenschloss eigentlich ein Rip-Off ist aus mehreren Sachen, insbesondere Waldtempel Ocarina of Time, sage nur die Geister, hat mir dennoch wesentlich besser gefallen. So, war das jetzt oder kommt noch mehr? Ja, nicht sehr dingsig. Herausfordern. So. Ja, wir sind beim Bossraum. Ich mache einen ganz kurzen Schnitt, um zu wissen, wie viel Zeit ich noch habe. Simmer mal, ihr mein! Werden wir, Zanto, die Wurzel allen Übels. Mit Hilfe dieser Fee, die wir uns jetzt nicht in den Hintern stopfen, weil wir unseren Hintern mit Flaschen voll haben, besiegen können. Oder wird er uns ins Reich des Todes schmettern? Finden wir es beim nächsten Mal heraus von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess Final Messenger 13. Springen wir auch wie ein Irrer hier rum. Haha, haha, haha. Tschö. 200 Rubine.